Привет, меня зовут Олеся Гусарова. Меня зовут Дмитрий Александрович Дроби. Меня зовут Евгений Базаров. Меня зовут Иванов Игорь. А меня зовут Кузнецова Дарья, я организатор акции «Пейнтбол без границ». Я впервые играю в пейнтбол. Настрой экспериментальный, настрой боевой. Ну, я думаю, будет весело, надо попробовать. Я думаю, я обязательно кого-нибудь подстрелю. Alle mit allem. Unter diesem Motto finden die mutigsten Aktionen Experimente des Clubs Überwindung statt. Ihr Ziel ist zu beweisen, dass die Menschen mit Behinderung an dynamischen und sogar Extremwettkämpfen teilnehmen können. Episch Deutsch konnte nicht das erste in Russland Spiel Paintball ohne Grenzen in Rollstühlen verpassen. Gemeinsam mit dem Team des taktischen Simulators Kontakt haben wir uns heute vergewissert, dass auch in unserer Gesellschaft die Integrationsprozesse vollkommen möglich sind. Die Voraussetzungen dafür sind das Vorhandensein der Wille und auch minimale technologische Verbesserungen. Heute überprüfen wir hier diese Behauptung. Gerade eben haben wir das Spiel beendet. Wir können festhalten, dass durch die durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen, besonders durch die aufgebauten Auffahrtsrahmenbedingungen für die Rollstuhlfahrer sich unvergleichbar verbessert haben. Es ist eine hervorragende Veranstaltung. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich erlebte die Emotionen, die ich früher erlebt hatte, wenn ich an ähnlichen Paintball-Turnieren teilgenommen hatte. Sicherlich ist diese Veranstaltung in Russland einzigartig und sie wird mit Begeisterung aufgenommen, so wie jede Neuigkeit. Bei diesem Extremprojekt spielt aber seine Einzigartigkeit eine besondere Rolle. Paintball!